Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge 2 Sternenschweif. In der Pause sind mal wieder Dinge passiert. Also Flexi ist nicht gestorben. Aber Bettdecke. Also mein Plan war eigentlich gewesen, so in der Pause Richtung Reißend zu laufen und dass wir dort irgendwie Flexi wieder hinkriegen und was auch immer. Unterwegs wurde ich dann von drei Harpien angegriffen, was ja eigentlich kein Problem ist. Das habe ich mir dann auch gedacht und habe gedacht, na gut, dann machst du mal Computerkampf von Anfang an. Nee, kann ja nichts passieren bei drei Harpien. Zack, Bettdecke tot. Okay. Und das mit Flexi wurde dann halt auch nicht besser. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, in Gashok nochmal zu laden und dort mal bei den Händlern zu gucken, ob ich dort Winterkleidung kriege. An die kann ich mich noch von Teil 1 erinnern, wobei wir die, glaube ich, dort nie gekauft hatten. Aber es gab sie da zumindest. Aber Winterkleidung habe ich jetzt keine gefunden. Stattdessen habe ich aber Schlafsäcke gekauft pro Person. Und ich bin gerade froh, dass der Bildschirmschoner läuft. Weil mein Gedanke war dann, wir gehen dann aus Gashok nochmal gemeinsam raus und dann Richtung Neu-Lowangen. Und ich wollte jetzt dann so die ersten Nächte noch ohne euch machen und so, aber kaum waren wir aus der Stadt draußen, sind Dinge passiert, die beim letzten Mal nicht passiert waren. Muss wohl irgendwie so eine Zufallsgeschichte sein. Aber da müssen wir jetzt noch eine Entscheidung treffen und dann ist mein Gedanke, wir gehen jetzt erstmal nach Neu-Lowangen. Lowangen wissen wir, da ist irgendwie was mit einer Belagerung, aber dass wir Neu-Lowangen vielleicht nochmal gucken können, ob es dort vielleicht Winterklamotten gibt. Aber Flexi war ja irgendwie, nachts hat er ja nicht so gut geschlafen und dann nahm das Elend ja seinen Anfang. Also lag es vielleicht auch nur an der Nacht. Genau so weiß man nicht, aber ja, so. Wir schauen jetzt mal, was sonst noch passiert ist. Moment, jetzt habe ich erstmal neben mein Fenster geklickt. So, Mauszeiger im Fenster. So. Vor euch auf dem Weg stehen 8 Männer mit Schwertern, die euer Näherkommen aufmerksam beobachten. Als ihr auf etwa 10 Schritte herangekommen seid, tritt einer von ihnen vor und ruft euch entgegen. Ihr seid in Gashok des Mordes angeklagt. Werft die Waffen weg und ergebt euch. Ja, da war was. Da war was. Da ist was passiert. Ich kann mich dunkel dran erinnern. So, wir können fliehen, kämpfen oder uns ergeben. Ich meine, normalerweise sollten wir uns ergeben, aber wir müssen irgendwie auch die Welt retten. Können wir es mit Fliehen versuchen? Toll, jetzt laufen wir wieder zurück nach Gashok. Na gut. Dann, Moment, kann ich euch kurz noch unsere Schlafsäcke zeigen? Ich habe Nein gesagt. Da, Schlafsack. Die habe ich jetzt, unser Decken habe ich hergegeben und Schlafsäcke gekauft pro Person. Und für Rakito habe ich noch einen Ersatz-Bastardschwert gekauft. So. Dann versuchen wir das jetzt nochmal. Wir stehen, glaube ich, im Wegweiser, ja? So, diesmal möchte ich die Stadt verlassen und wir gehen nochmal nach Süden. Ja gut, wir suchen einen langen Platz. Da das ja scheinbar eine Zufallsbegegnung ist, hoffe ich, dass das mit dem Zufall diesmal ein bisschen zu unseren Gunsten ausläuft. Wir haben was gehört. Ja gut, die Mieze tatzen wieder. Besser die Mieze tanzen als die Wachen. 8 klang mir schon ein bisschen übel. Aber ja. Ich grill mal die Mieze-Tatze mit 17 Schadenspunkten. Vielleicht hätte ich ihn dort auch wegnehmen sollen. Die Katze kommt nicht zum Kuscheln. Dann du machst mal Angriff auf Tatze. So, der Rest der Mannschaft könnte dann auch mal wach werden. Müsstest du direkt neben der Mieze-Tatze stehen? Schauen wir in der nächsten Runde. Du machst deine. Ah, nee, nicht wahr. Er hat noch keine alten Optionen gehabt. Kacke. Ich benutze sie oft nicht, wo es sinnvoll wäre. Man kann sie auch benutzen, wenn es nicht sinnvoll ist. Wie gerade jetzt. Egal, Karl. Hey, du sollst bei Raketo bleiben. Mach du mal Zauberkampf Blitz und guten Morgen übrigens, Julia. Nee, da kommt sie nicht hin. Moment, Zaubern. Kampf Blitz. Dann machen wir den Hintern blind.
So, der ist jetzt hinten rum blind. So, du kannst mal kurz sichern. So, Flexi ist dran. Flexi, Angriff, den da. 8 Schadenspunkte. Du machst Angriff dahin. Kutaki schon wieder dran. Sehr schön. So, Flexi, Angriff dahin. Raketo müsste eigentlich bald helfen können. 10 Schadenspunkte, das ist sehr schön. Du sicherst mal. CS-Angriff. Hä? Was? Was hatte ich jetzt bei ihm gedrückt? Genau, das weiß man nicht. Ich glaube, der hinten ist noch blind. Dann kannst du mal sichern. So, Raketo, mein Guter. Du solltest jetzt mal in den Kampf da eingreifen. Da mal am Hintern parken und in den Hintern treten. 10 Schadenspunkte, sehr schön. Du machst Angriff dann. So, Flexi, Angriff dahin. Ich traue mich jetzt keine alten Optionen mehr zu machen. Oh, 10 Schadenspunkte ist übel. Du hast auf jeden Fall schon auf den Hintern geschlagen. Sehr schön. So, Raketo nochmal. Hau den Tiger bitte mal tot. Ja, Tiger tot, sehr schön. So, Flexi, mein Guter. Du siehst gerade nicht so gut aus. Also gesundheitstechnisch. Du kannst, glaube ich, auch den daneben schlagen, ne? So. Dann beweg du dich mal bitte irgendwo hier hin. So. Angriff dahin. Die Miezetatzen haben schon so ein bisschen in sich. Kannst du irgendeinen blind machen? Und da, wo du stehst? Nee, kann sie nicht. Okay. Dann mach sicher. Flexi. Auf dich müssen wir gleich noch ein Auge haben. Oh. Nein, CS ist bewusstlos. Kacke, ich hab gepennt. Ich hab richtig gepennt. Kannst du jetzt bitte den blenden? Das fängt ja richtig gut an, die Folge. Nein, kannten sie nicht. Dann bewegen wir dich mal bitte, Mädchen. Immer da. Nein, nicht fliehen. Du solltest dich nur woanders dekorativ hinstellen. So, aber ich glaube, CS ist nicht tot, ne? Der ist nur bewusstlos. Das kriegen wir wieder hin. Das kriegen wir wieder hin. So, Raketo, du stehst da hinten natürlich fernab von allem. Mann, heute. Es ist irgendwie nicht mein Tag heute. Okay, wir machen üble Magie. So, die Tatze hat sich überlegt zu sterben. Dann gehen wir noch auf die letzte Tatze und danach schämen wir uns. So, kannst du jetzt zaubern, Kampf, Radau auf die Tatze? Ja. Ne? Vier, ja. So, Raketo. Steig mal bitte über deine Gefährten drüber. Und greif mal die Miezetatze an. So, du hast nicht mehr viel Mana. Kriegen wir da noch irgendwie was hin? Fulminictus? Auf den Tija? 11? Okay, Tija tot. Es war ein bisschen dramatisch, uns geht's nicht so gut. Vor allen Dingen CS sieht irgendwie übel aus. Wieso hat Raketo jetzt einen Lebenspunkt verloren? Kutaki hat eine neue Stufe erreicht. Kutaki, das ist... Das hatten wir schon mal. Ich würde jetzt gern nach den anderen schauen. Egal, wir wissen noch, was wir getan hatten ungefähr. Gewandtheit... hat Funst, dann wollte
ich die Höhenangst. Das hat wieder nicht funktioniert. So, Kampf. Schusswaffen gelungen diesmal beim ersten Mal. Wir verbessern uns. Utaki, das wird das letzte Mal sein, dass wir dich steigern, hoffe ich zumindest. Komm. Dann mach jetzt bitte noch deine Hiebwaffe. Dann halt nicht. Dann machen wir zuerst noch Intuition, Gefahrensinn, Intuition, Sinnesschärfe. Dann halt nicht. Natur, Fährtensuche. Er ist diesmal nicht besser drauf als beim letzten Mal. Orientierung, ja, Kunst und Wildnisleben. Gelungen. So, körperlich, Körperbeherrschung, Verstecken, Schwimmen, Schleichen, das sieht alles okay aus. Gesellschaft ist nicht so dein Ding. Wissen. Alte Sprachen, Handwerk, Krankheit heilen. Falls mal wieder jemand krank werden sollte, hust. So, was machen wir jetzt noch? Was macht noch Sinn? Ja, dann machen wir hier noch ein bisschen Körperbeherrschung und Schwimmen. Nicht Frunst. So, Magie, wow. Da hatten wir, glaube ich, das da einmal gesteigert. Verwandlung hatten wir auf jeden Fall das da. Rüstung hatten wir versucht. Hoffentlich muss ich das Ganze nicht irgendwann nochmal machen. Für aktuell sind wir in keinem allzu guten Zustand. Hust. Schon. Ja, machen wir noch scharfes Auge. Ich muss mich mal wieder mit den Sprüchen auseinandersetzen. Eventuell. Wobei, dann weiß ich ja immer noch nicht, ob ich sie wirklich im Spiel sinnvoll benutzen können werde. Elemente war gar nicht dein Ding. Beherrschung. Beim Baladin hatten wir, glaube ich, mal. Machen wir das mal noch, auch wenn ich nicht mehr weiß, was es tut. Antimagie gegen Beherrschung. Das wäre, glaube ich, noch sinnvoll, falls jemand mal wieder zur Statue werden sollte. Was ich nicht hoffe. Machen wir noch Bann und Fesseln. Das so nie Dingensbums hatten wir. Was hatten wir hier noch nicht? So. Utaki war durstig, wir trinken alle. Zuerst hat seine letzte Trinkmöglichkeit erschöpft. Utaki hat noch etwas im Gepäck, okay. Jetzt sind die wieder da. Fliehen heißt ja nur, dass wir wieder zurück in die Stadt gehen. Nee, campen. Kämpfen wäre jetzt auch sehr sinnlos. Weil... Ach Mann. Weil wir einfach nicht gut aussehen. Also gesundheitstechnisch. Was eine... Ich könnte jetzt ein bisschen Worte benutzen. Wir können uns auch noch Kräuter reinziehen. Das wäre, glaube ich, auch sinnvoll. Kümmer dich da erstmal um Flexi. So eine Kacke. Wenigstens das hat funktioniert. Na, Bettdecke, mein Guter. Mach du mal bitte 10 Lebenspunkte in Mana. Hat sogar Funst. Dann machen wir die üblichen Dinge. Ihre Hände sind dazu momentan nicht in der Lage. So, CS. Kotaki, kannst du wenigstens Essen suchen?
wie ging das nochmal? Achso, hier. Essen, Krutaki. Findet Wasser und kann etwas Essbares erlegen. Okay, dann sollte sich zumindest das Wasserproblem erledigt haben. Und Julia, gib bitte 3 Stunden Kräutern. Ah, und Wache halten von Flexi geht jetzt nicht, ne? Das ist das Problem. Okay, dann Wache halten. Kann Krutaki noch Wache halten? Ja. Bettdecke und Raketo halten bitte Wache. Müssen wir dann nochmal ändern. Ja, wir möchten nicht abbetreten. Hier gab es irgendwo eine Herberge. Wieso waren die beim ersten Mal nicht gekommen, diese Wachen, Polizei, was auch immer. Ich such den Eingang von dem Haus da. Da. Nee, das ist nur eine Kneipe. Und uns ist gerade nicht nach Party. Wir suchen einfach nur was zum Schlafen. Herberge. Da gehen wir hin. Oh Mann. Eingang da. Okay, hi. Wir haben da ein Problemchen. Wir hätten gerne Einzelzimmer. Sagen wir mal für 2 Nächte. Wir essen noch was. Hausmannskost. Und dann machen wir noch Zauberdinge. Kutaki, Zaubersprechen, Heilung, Ruhe, Körper auf Flexi. Funst, Bettdecke, meditier mal bitte. Nummer 5, Lebenspunkte brauchst du auch noch irgendwie. So, wir schlafen. Die 2 Nächte. Scheiße. Zur Verteidigung bekommen. Danke. Wer auch immer du bist. Euch wird vorgeworfen, einen Mitbürger unserer Stadt ermordet zu haben. Einen Moment. Ich habe Beweise gefunden, die ihre Tat bestätigen. Ich hatte kurz Hoffnung. Ich hatte ganz kurze Hoffnung. Scheiße. Aber ich glaube, das ist was, wenn man weiß, was man tut und weiß, was man eigentlich tun sollte, dann verpasst man diese tolle Szene und diese Gelegenheit zu sterben. Oh mein Gott. Okay. Wir laden. Shit. Das heißt, ja, wir sind halt jetzt irgendwie so auf dem Pfad des Bösen. Und, hallo Spiel, ich würde uns gern teleportieren. Da unten will's nicht. Mir auch nicht. Dann müssen wir irgendwie gucken, dass diese Zufallsbegegnung jetzt vielleicht nicht passiert, so wie beim allerersten Mal. Oder können wir vielleicht auch noch woanders hingehen? Oder wir müssen die halt einfach umkloppen, die Wachen. Wo war denn hier der Ausgang? Da war der Ausgang. Ich hatte gespeichert, nachdem ich das mit den Schlafsäcken gemacht hatte. Aha. Ich meine, diese Szene habt ihr mir sicher nicht oft gesehen, weil ihr immer wisst, was ihr tut. Ich weiß es offensichtlich nicht. So, wir können halt nur nach Süden. Wir suchen einen Lagerplatz.
und hat mal wieder Heißhunger. Okay, unsere alten Optionen sollten ja nochmal die ganz alten sein. Okay. Genießt die Nacht. Es könnte jetzt übel werden. So, wir kämpfen. Ach du Kacke. Okay, wir hauen alles an Mana raus, was wir haben. Das kann jetzt übel werden. Wow. Okay, du machst Angriff auf den da vorne. So, ich bin bereit, Dinge zu tun. So, kannst du... Ne, beim Baladin kannst du nicht. Sanftmut war, glaube ich, nur bei Tieren. Versuch mal große Gier. Vielleicht läuft er dann weg. Ne, dann muss sie dran stehen an ihm. Okay, dann machen wir Zauber und dann machen wir ihn zumindest blind. Das sollte funktionieren. Da kommt sie auch an den nicht dran. Kommst du an den da dran? Nee. An den kommst du dran. Das sind übrigens Büttel. Sowas wie Polizei, glaube ich. Okay. Schön, dass du ganz da hinten stehst, mein lieber Akito. Geh mal nach vorne. Hallo? Geh mal nach vorne, mein Bub. Wir haben hier ein Problemchen. So, du machst bitte zaubern. Kampf. Fulminictus. Volle Lotte auf den da. Das könnte übel enden, aber in der Stadt können wir auch nicht mehr schlafen. Okay, aber die blockieren sich jetzt ein Stück weit gegenseitig. Was nicht schlecht ist. So, zuerst mal ein guter. Du bewegst dich mal wieder in diese Richtung. Und kannst noch angreifen. So, du machst bitte zaubern. Kampf, Blitz. Auf was auch immer du erreichen kannst. Steht da Kacke. Beweg dich mal bitte dahin, mein Mädel. Zaubern kann sie jetzt nicht mehr, dann sicher mal. Ach du Kacke. Okay, der sucht zumindest Kontakt zu Raketo. Dann einigen wir uns bitte mal hier auf eine Wache. Oder Büttel. Da ist doch mehr Platz, als ich dachte. Okay, zaubern. Kannst du... Er könnte halt versuchen, jemanden zu beherrschen. Das versuchen wir mal. Aber da kommt er nicht hin. Wie viel... Nein, du hast 5 Bewegungspunkte. Sobald ich ihn bewege, ist er nicht mehr zauberfähig. Moment, wir könnten den da versuchen. Geht das? Oder muss er im Nahkampf stehen? Ich verstehe das gerade nicht. Dann machen wir zuerst mal nochmal üble Fulminictus-Dinge. Da kann er nämlich dahin. Also liegt es irgendwie am Berühren. Oh Gott, das da wird übel. Okay. Van Baladin, okay. Kannst du uns einen Freund organisieren? Van Baladin! Büttel ist besänftigt und wird nicht mehr angreifen, okay. Kämpft er dann auch für uns? Das weiß man nicht. Okay, hau du mal auf den da rauf. Oder versuch's zumindest. Oh mein Gott. Okay, viel Mana hast du auch nicht mehr. Ah, okay, zaubern. Kampf. Fulminictus auf den da. Okay, der ist tot. Zieht vorher seinen Hut aus. Ist okay, Spiel. So, zaubern. Beherrschung. Beim Baladin.
Diesmal den da. Geht das? Bitte. Und wird nicht mehr angreifen, okay. Zwei hätten wir besänftigt. Ich weiß auch nicht, wie lange das hält. Egal. So. Nee, den kann sie nicht blind machen. Moment, wir... Weil der hinten ist beherrscht. Sieht man das eigentlich, wenn man da drüber geht? Nee, sieht man nicht. Okay, dann mach du mal Bewegung. Das wäre strategisch gut. Das ist so voll. Mal dahin. Bleib da mal stehen. So, Flexi. Wir hatten uns auf den da geeinigt. So, was hast du in deiner Nebenhand? Gegenstände, den Heiltrank benutzen. Wieso hast du einen Heiltrank in deinen Flossen? Das bringt mir gerade gar nichts. Moment, kann man das irgendwie wechseln? Waffe wechseln bringt's nicht. Zaubern? Nee. Na gut, dann lieber mit dir auch im Nahkampf. Hilft alles nichts. Da muss jetzt jeder seins dazu beitragen. Sokutaki. Herr der Beherrschung. Ich lasse ihn mal. Bricht der Ban Baladin, wenn ich die angreife, bestimmt, ne? Ich lasse ihn mal sichern, bis die sich irgendwie wieder melden. So, du gehst bitte auf den Gemeinschaftsbüttel. Könntest vielleicht halt auch mal treffen, das wäre gerade sinnvoll, weil wir gerade andere Probleme haben. Okay, der hat keinen Bock mehr. Usa. So, Raketo. Geh mal auf das Büttelding. Aha, okay, der da hinten hat wieder angegriffen. Mach du mal Zaubern, Kampf, Blitz. Dann blenden wir mal den bei Kotaki. So, der ist geblendet. Also hat das jetzt so ungefähr zwei Runden gehalten. Kann natürlich halt auch abhängig sein von irgendwelchen Rettungswürfen und was auch immer. Weil ich nicht weiß, ob es das in DSA gibt, gab oder was auch immer. Zumindest wäre das bei Dungeons and Dragons ein Ding. Wieso kommst du wieder zurück? Dich hatte ich eigentlich schon von der Liste gestrichen. Okay, Julia, zaubern. Kampf, Blitz. Der ist, glaube ich, noch... Ne, Moment, den hast du, glaube ich, gerade erst geblendet gemacht. Naja, geht nicht. Beweg dich mal bitte mehr ins Gemenge. Und dann überlegen wir uns das dann nächstes Mal. Okay, er flieht. Das war ein anderer, der dazugekommen ist. Okay. Also, du machst Zaubern, Beherrschung, Ban Baladin. Auf den, der müsste sich jetzt... Achso, nicht mehr gefährlich. Ah, so sagt das Spiel das. Okay. Alles klar. Habe ich gelernt. Ban Baladin, dann auf den. Okay, alles klar. Kann ich mitleben? So, der wird nicht mehr angreifen. Sehr schön. So, angreifen. Gehen wir bitte auf den. Den geht Flexi nämlich auch. Du schlägst auf den da. Julia, zaubern. Kampf, Blitz. Da. So, wir haben einen geblendet. Kotaki, du kannst dann mal sichern. Deine Leute sollten noch beschäftigt sein. Du gehst bitte auf den da. Du gehst auf den da. Und dann könnte gerne mal wieder jemand fliehen. Kotakis Leute sind noch unter Dach und Fach. Wow, okay. Himmel, ja,
Herrgott nochmal. Es wird jetzt in Zukunft besser. Ich habe sowieso auf den Falschen geschlagen. Aber mir eh keinen Schaden gemacht. So. Der Decke hat Schaden gemacht. Du darfst mal kurz sichern. Du sicherst auch, bis deine Leute sich wieder bewegen. Du machst bitte auf den richtigen Schaden. Hat nicht funzt. Der Decke, du weißt noch wohin. Ja, und hat sogar Schaden gemacht. Taki weiß auch noch bitte wohin. Okay, der hat keinen Bock mehr. Ja, bitte nicht petzen, dass wir hier sind. Danke. So, du kannst jetzt in die Richtung. Da ist einer von unseren Banbaladin-Fraktionen, aber die müssen eh bald wieder wach werden. So, du bewegst dich bitte mal in die Richtung. Nicht über den Büttel stolpern. Danke. So, bei dir gucken wir jetzt nochmal, ob da jemand aus der Beherrschung raus ist. Und zwar... Moment. Da ist Kutaki. Dann den da. Der ist nicht mehr gefährlich. Okay, dann lassen wir den. Okay, es fliegt noch einer. Ich habe Hoffnung. Haketo, du schlägst bitte auf den da. Ah, der ist nicht gefährlich. Okay. Steht irgendwas. Wo will ich denn dann mit dir hin? Und dann gehst du ganz außen rum. Na gut, jetzt stehst du eigentlich auch da, wo ich dich haben wollte. Passt schon. So, zuerst du gehst dann zusammen mit Raketo auf den da. Du darfst zuerst mal sichern. Es läuft besser, als ich dachte, dass es laufen würde. Ach, vielleicht sollte ich mal noch nichts sagen. So, du gehst bitte da drauf. Kutaki, du machst nochmal sicher. Du machst Angriff dahin und mich juckt die Nase. So, Nase wurde gekratzt. So, sichern. Angriff Tinder. Macht sogar Schaden. Braver Bub. So, Kutaki, mein Guter. Schau mal bitte wieder. Zauberbeherrschung. Banbaladin. Der ist nicht gefährlich. Okay, dann hau mal bitte auf den da drauf. Ah, der ist auch nicht gefährlich. Okay, das hält dann doch länger als 2 Runden unter Umständen. Also vielleicht doch Rettungswürfe. Noch einer hat keinen Bock mehr. So langsam lichten sich die Reihen. So, der ist zum Abschlachten freigegeben. Mal dahin. So, Kutaki, du darfst nochmal sichern. Da hat ja noch keiner sich bewegt. Raketo darf sich bewegen. Da hinten in die Ecke, du darfst sichern. Du machst deine alten Optionen. Und macht sogar Schaden. Sichern, alte Option. Alte Option. Alte Option. Alte Option. Alte Option. Achso, der möchte nicht mehr. Dann lassen wir ihn. Du machst deine alten Option. Das war Warten, so Raketo. Beweg dich mal bitte dahin. Da müsstest du zwischen den beiden stehen. Da hast du auf einen von denen... Nee, dafür nicht. Ja, wie kriege ich das jetzt wieder weg? Wie kriege ich das jetzt wieder weg? Ich will da draufschlagen. Spiel, lass mich mal bitte darauf schlagen. Naja gut, Moment, das ist ein Büttel, dann geh mal dahin. Vielleicht darfst du da irgendwann nochmal raufhauen. Nicht mehr gefährlich. Das hat doch das letzte Mal auch irgendwann aufgehört. Och, Menno. Ich
versuch's wieder. Nicht gefährlich. Okay, dann sichern. Wir sichern jetzt... Ah. Okay, so geht's natürlich auch. Okay, wir... Ja, also in die Stadt sollten wir nicht mehr gehen und wir gehen jetzt in die Pause. Bis gleich.